Tolkien, warst du schon in China und Japan? Nö, war ich noch nie. Hab auch nicht wirklich richtig Bock drauf, persönlich. Also ich hatte die Chance, nach China zu fahren für MSI. Wenn ich mich früher angemeldet hätte, hätte es auch ohne JDG geklappt, dass du halt ein Visa kriegst, um einzureisen und so. Aber ich will auch nicht unbedingt nach China. Ich will auch nicht unbedingt nach Japan. Ich will nach Neuseeland. Bringe mich nach Mittelerde. Toll, hast du Tipp für Korea, was man sich angucken sollte? Die Solo Queue habe ich, kann ich dir empfehlen. Da war ich auf jeden Fall lange drin, als ich in Korea war. War schön. Ansonsten der LOL Park ist ganz geil. Da spielt Faker regelmäßig. Dann gibt es noch Gyeongguk Palace. Und in Busan gibt es so drei Strände, die verbunden sind von so verschiedenen Treppen, die man so lang laufen kann am Wasser. Das war auch sehr schön. Aber bist du nicht kurz rübergeflogen, wenn du schon in Korea warst? Ja, weil ich war in Korea zum Arbeiten. Ich war zweimal in Korea und beide Male gab es halt Sachen zu tun. Also, ja, deswegen war nicht unbedingt, war keine Freizeitreise, weißt du? Du kannst dich einfach rüberdüsen und sagen, ich mache ein paar Tage frei. Du hast halt, da war halt was zu tun. Wenn du das erste Mal Liebe erleben möchtest, kann also dein O-Team auch ein Sexhotel empfehlen? Nein, kann es nicht. Keiner von den O hatte Sex im Sexhotel. Entspannt euch, Chat. Was ist das für eine Nachricht? Das ist nicht passiert. That is in fact not what happens. Was Arguin damals gebucht hatte, er wollte nicht. Er wusste nicht, es war ein wilder Tag. Vor allem auch, wir haben ja erst ein Zimmer frei bekommen. Später. Und dann kam... Wir haben uns am Ende ins Zimmer zu dritt reingelegt, ne? Weil wir mussten halt warten, bis die anderen Zimmer fertig waren. Die waren erst 2 Stunden oder so später fertig. Und wir waren halt so müde, weil wir die Nacht durchgemacht haben, um den Schlafrhythmus zu fixen. Dann waren wir dann zu dritt in diesem scheiß Zimmer drin. Und dann kamen wir da raus. Da ist einfach so ein Hotelangestellter, die uns dann zu dritt da rauskommen sieht. Was die sich gedacht haben muss, ist das krank. Oh Mann. Das ist auch eine Reise gewesen, ey. Das ist auch eine Reise gewesen. Ich muss mich dafür nicht schämen. Argon ist doch ein Süßling. Nee, also ich schäme mich dafür auch nicht. Argon hat einfach was Wildes gebucht. Er wollte Geld sparen, was ich auch verstehe, weil er musste, seine Reise war ja extrem teuer. Weil er musste den Flug ja zweimal buchen, dann noch Quarantänehotel und so, es war extrem Abfuck. Dann waren wir halt in einem anderen Hotel, was nicht direkt neben der Arena war, aber es war halt auch nicht günstiger, weil es halt per Stunde abgerechnet hat. Oh, mein Mantel. Ich dachte, das Hotel wäre Preis pro Nacht, war aber pro Stunde. Ich weiß, ich war dabei. Ich habe die Zugtickets gebucht für Freddy, ihn und mich nach Busan und dann wollte er das Hotel buchen und ja. Ist aber eine Erinnerung. Ne? Am Ende müsste ich mich an Solo Queue erinnern. An Solo Queue irgendwelche Games gespielt, das wird in 20 Jahren niemand jucken. Die Story, die überlebt. Die Story verbindet. Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Deswegen auch mal rausgehen und Dinge erleben? Ja, bitte. Ich will das unbedingt nochmal erleben. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich spiele actually gegen eine AD in der Toplane, by the way. Das ist genau, was ich gerade spielen wollte. Ist das krank. How did that just happen, by the way? Das ist jetzt wirklich, das wollte ich gerade selbst spielen, wie vor ein paar Monaten. Wurde die Katze gebufft auf 14-14 oder warum? Weil die in der Toplane ist nicht schlecht mit Triforce Standard Sky. V-Damage decreased, E-Damage increased, AD-Ratios increased. Ich spiele sie auch gleich nochmal. Sie hat jetzt bessere AD-Ratios. 50% Bonus AD auf der W und 70% Bonus Damage auf der E. Wait, ist das nicht OP? Das klingt OP. Wenn du hast keine Genius Hunter mehr für Triforce und keinen für Standard Sky, aber ist ja fein. Du spielst Triforce, Standard Sky, dann Steric Gage, Frozen Heart, Spirit Visage, GG. It's over. Das muss gleich spielen. Das klingt absolut insane. Ihr Winrate ist hart gedroppt. Ja, wahrscheinlich, weil die AP-Nerfs krass waren, aber das ist ja egal für Nidalee auf Top Lane. Ist voll hart gegen sie zu spielen, wenn sie in den Büschen drin spielt. Ich muss eigentlich mit der Mini-Wave auf den Busch da laufen. Wir müssen den Busch warden, falls sie drin ist und uns auto-attackt, basically. Mein Vorteil ist, dass ich schon des Öfteren dagegen gespielt habe, da mitgespielt habe, dass ich eigentlich weiß, was passieren sollte, aber das bringt nicht wirklich viel in den Matchup, denn sie kann ich einfach harassen. Bin ich noch in den zweiten Stopp reingelaufen? War da zwei? Ich counterplay dagegen, wenn sie Grass spielt. Der Play ist auch immer, du willst den Speer werfen und dann jumpen, weil dann löst du Grass als Medi-Champion aus, was geil sein kann. Wir haben jetzt der Second Wind dran Schild, müssen durchsustainen, so gut es geht, aber sie spielt halt Ignite, also wir kriegen hier ordentlich auf die Fresse. Da war typischer AD Carry Playstyle Toplane, der Playstyle jetzt seit vielen Wochen. Die Meta dominiert auf jeder Rolle, AD Carry ist schon nicht balanced. Warum habe ich das gehittet, by the way? Bin mir zu verarschen? Ach du heilige Scheiße, haben wir noch nicht wirklich Minions bekommen. We do have a bit of a problem here, dabei beim TP. Wir müssen bis Tabi scannen, sind wir eigentlich fein. Ganz wichtig, dass wir so durchsustainen können, weil sie spielt Ignite. Also ich bin eigentlich fast tot, wenn sie von mich raufflashen will. Hat sie auch keine Mana-Kosten in der zweiten Form. Nicht leicht zu spielen, wenn jemand einfach Range ist und du halt nicht. Vor allem auch, wenn sie Movements wieder ein bisschen kriegt, aber wegrennen kann. Macht nicht wirklich viel Spaß, aber ist halt das, was Riot Games will, ne? That is exactly what they want. Wir brauchen Tabi, sie wird einen Großteil der Wave auch noch kriegen. Wir können vielleicht ein paar Minions hinein, vielleicht stoppt Damage da auch noch, das wäre super. Ich glaube nicht wirklich Damage von Turm machen, weil Turm noch nicht gedebufft ist. Ja, der hat einiges verloren, ist nicht so bad. Mal gucken, was sie für ein Bildpuff geht. Vielleicht kann ich von ihr noch einiges lernen, wenn sie was anderes kauft, als ich es gewohnt bin von AD, die Katze. Was ja selber ein sehr lustiger Playstyle jetzt auch noch gebufft wurde, also vom AP gehen. Flash, ich bin tot. Ja, der andere Mann mit Speer kommt gleich. Ich bin tot. Der wird mich abbrechen. Ich bin tot. Der wird mich abbrechen. Ja, ich bin fucked. Ich bin tot, dann sind Sau.
Das ist jetzt sehr, sehr game-losing, ne? Also, dass ich jetzt die ganze Welt verliere und mich in den Sau noch gedived hat, ist sofort GG, eigentlich. Ein Speer ist schon schrecklich, aber der zweite. Aber ich kann auch nicht basen, ich kann nichts tun. Kann mich halt abbrechen. Ich hätte aber durchlaufen sollen, aber selbst dann ist er terrible. Aber ich hätte nicht wie konnte einfach laufen. Ist schon sehr tilten, Toplaner zu sein in dieser Meta. Counterpick oder pick irgendein Range-Toplaner, I guess. Und hoffe darauf, dass du nicht gewähnt wirst oder so. Also. Aber ist still winnable, trust. Team ist ja fein dabei, bloß wir dürfen nicht spielen und das ist okay. It happens. Rush und Tarbis und hoffen darauf, dass Kaiser carried. Diese Meta, als wäre es die letzten 2 bis 3 Jahre anders gewesen. Ja, die Meta hat sich seit vielen Jahren nicht geändert, das ist richtig. Aber der Amy schreibt schon GG, denn der ist tilted und wir sind nicht tilted. Wir sind zwar nicht dabei, Spaß zu haben, aber wir sind auch nicht tilted, also ist okay. Wenn Siri jetzt schon loslässt, dann ist es gut für uns. Die scheint Lord of Ages zu spielen. Das heißt, sie spielt wahrscheinlich Jack of All Trades, nehme ich an, ne? Interesting. Eigentlich ist es den Champion richtig geil mit Phage, Tabis, Nidalee und dann eigentlich Sheen, Power Spike. Nicht unbedingt AP, aber der Typ weiß vielleicht, was ich nicht weiß. Ne? Jack of All Trades spielen und AP gehen und dann wahrscheinlich so ein Hybrid-Build. Klingt schon interessant. Ich weiß nicht, ob es so gut klingt, aber interessant auf jeden Fall. Vielleicht Level abkommen, sie hat schon ignited. Ja, ich hab Flash bekommen und die ignite ebenfalls, nicht bad. Eigentlich sollte sie die Wave verfreezen, ne? Macht sie, glaube ich, auch, aber ist okay. Dann habe ich danach TP. Und sie nicht. Von daher, wir nehmen den. Reset trotzdem mit. Meinst du, wenn ich Tabis was noch gut sein wird gegen den Sau, das wird wichtig. Wir sind fein. 15 CS, Dave. Wir werden ein bisschen davon sustainen können. Sie pusht sogar jetzt die Wave, was richtig troll ist. Wenn sie freezen will, sollte sie freezen. Jetzt habe ich hier TP, die waren schon 40 und die Wave ist gut für mich und ich habe TP. Ich hab Flash-Vorteil. Weiß nicht, was das von ihr soll, aber gut für mich. Sie ist gestellt, sie hat eine Trap geworfen, ne? Ich kriege gerade fett CS zurück, weil ich halt eben diesen Freeset selbst spielen darf, denn ich freeze actually, was sie nicht gemacht hat. Und auch wenn sie mich in einen Lane einsperren möchte, geht das halt nicht, denn ich habe Teleport und sie nicht. Ich würde sie in den Freeze brechen können, sobald sie da ist, aber da muss sie mich auch fighten, sie hat kein Tele, kein Flash gerade. Jetzt geht sie doch noch Sheen. Ich weiß nicht, was sie kauft, das Bild. Einfach wirklich nur Darkson und dann einfach ready. Aber mein Team gewinnt einfach, wir sind der isolierte Toplaner, der einmal gedived wurde vom Enemy-Speer aus Demacia. Also machen wir unser Ding, das passt schon. Mein Team macht den Job, den sie machen müssen. Wir machen unseren. Wenn sie reinbaiten hier, dann wird alle Spells benutzt, das heißt, wenn der nun gleich da ist, sollte sie killen. Nice, sie ist tot. Nice. Ja, es ist wichtig, dass sie ihre Q benutzt, damit sie wirklich reinjumpt, weil sie denkt halt dann, sie kann euch bestrafen, wenn ihr keine Cooldowns habt. Aber mein Jana ist halt da, ne? Sonst würde ich seine gar nicht so spielen. Nice, guter Game von Nulu. Flashlosigkeit der Katze bestraft, sind jetzt auch sogar even in CS. Und sind back im Game. Nicht tilt ist wirklich das Allerwichtigste auf Top Lane, weil es ist so einfach, behind zu sein. Alleine Champs Select oder durch einen Gank, aber dann sollten wir trotzdem versuchen zu spielen. Auch wenn es echt anstrengend sein kann gegen manche Charaktere oder Matchups allgemein. Ärgerlich haben wir nicht ganz unerwartet. Können wir es fighten mit unserer Kaiser? Okay, da hat das Kaiser reinläuft und sie einfach Bombe einmacht, aber okay. I guess sie wollte ohne und nicht fighten. Oh, zurück die Pien hier in Mitte. Oh no. Oh mein Gott. Aber why? My bad, I guess, ja. Nicht nur I guess. Also das war terrible. Jetzt sind wir 2 Platten Mitte, warum? I guess Teamfight startet jetzt. Wir haben keine Kaiser mehr. Bounty geht an 48 Gold an Silas. Der einzige AP-Champion, das ist ein richtiges Desaster, by the way. Digga, Stern zum Disengagen, aber trotzdem schwer. Aber wenn Kaiser in Ulrich weiter, sollten wir fighten. Ich dachte, dass da Ulrich weiter war fein, auch wenn ich gerne den Kill bekommen hätte. Nice! Am Junge! Nice! Serie ist so tiltet. Das ist sehr, sehr gut. Das ist auch Top 11 gebounced. Also wir sind sehr, sehr viel mit dem Verlauf des Games. Lassen jetzt Kaiser hier in Mitte die Platten und gehen Topside durch. Nehmen die Wave an. Sehr, sehr gut für uns. 2 Drake noch oben drauf. Das ist supi. Dafür wir schon mithelfen können sogar. Sehr, sehr sexy. Wave ist auch gut für uns hier oben. Bleibt unser Item fertig. Ich kann mich noch sterben lassen. Die Wave pusht ja gerade zu mir. Ich bin schon jetzt 1,5 Level über. Hier ist Level 8. Ich bin Level 10. Aber sie geht wirklich Roll of Ages scheinbar. Verrückte Item-Bild. Ob das worth it ist mit Jack of All Trades, weiß ich jetzt nicht. Also gerade wenn sie die AD-Ratios heute gebufft haben oder gestern, warum dann AP kaufen trotzdem? Das ist doch der AD-Bild noch besser geworden. Ah, Nami ist hier, ne? Oh, noch gerade so genug durchbekommen an Conqueror Damage, um das zu überleben. War aber sehr, 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 sehr close. Scheiß Nami Wave. So fucking blessed, dass wir das überlebt haben, Mann. Legit, danke auch Mountain Drake. Ohne Mountain Drake Resistenz hätten wir das niemals überlebt. Er hat einfach kein Damage ohne Triforce. Ich weiß nicht, warum sie das Item heißt, würde ich nicht machen. Hat sie einen Speer hier? Scheiße. Okay, wow. Mein Kaiser ist fast in Ultrachweite. Will sie? Ja, sie will. Ja.
War 100 Gold wert, 200 Gold wert. Ich habe nur 100 bekommen wegen Assists hier, 200. Und Schubsi kommt Flashwerfer, aber na gut. Alrighty. Die machen schon wieder halbe die Gegner. Aber sie können auch mich easy ganken kommen, also eigentlich raus hier. Ich glaube, ich spiele einfach alle Items, die Leben geben. The Cleaver Strikes, Thunder Scar und dann Bloodlots Overmail auf der 4. Leute, ich war gar nicht in der Kuppe drin eigentlich. Mein Aufdeck war eigentlich außer der Kuppe. Aber wir haben super schon, also unser Kaiser Turbo-P, ich bin auch sehr strong jetzt im Game. Und Ace hat nicht mal angefangen zu spielen. Also das Game ist ein sehr sicherer Hand eigentlich, I think. It's looking bright. Vor allem bei Ciri auch so, tiltet das, ne? Vor allem auch viel Kontrolle auf der Karte, wenn wir reinrotieren dürften. Beispiel hier ist vielleicht ein Opening. Der hat offenkundig Vision irgendwo auf mich. Aber vielleicht scheißegal, oder? Ja, direkt zweimal Q'n sollen, statt zu Auto-Attack nicht hinter, dass ich sie killen können. Vor allem mit Kaiser Ult. Schöne W. Bei der One-Hit, ey, holy moly. Nice, can we kill these guys? We get resets. Vor Mr. Aso und W meine ich. Kaiser hat eine Spiel lebt wichtig. Nice, ey. Jetzt kommt noch Drake und drauf. Ist doch so Points. Not bad, not bad, not bad, not bad, not bad. Kennt jemand Dune Spice Wars? Nee, aber ich habe Dune geguckt. Und ich muss sagen, Chat, ich habe Dune 1 und 2 geguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Ich fand beide Filme nicht gut. My opinion. Weil ich, wer die Bücher gelesen hat oder so, find's krass, aber ich fand beides nicht geil. I don't know. Lost, tut mir leid, ich fand beides nicht geil. I don't know. Ich habe im zweiten Teil eingepennt, richtig boring. Also ist natürlich einfach immer Geschmackssache, ne? Aber ich fand's auch nicht so packend, soll ich sagen. It just gave me more insight. You don't kill me. I killed you instead! Yo! Das war so ein typischer Fall von, der Gegner denkt, er kann mich killen, weil meine Q-Rotation auf Cooldown ist, aber, und das ist das Allerwichtigste, ihr habt am Anfang gesehen, als Lilly und Sesau mich fighten kamen, ich habe die dritte Q auslaufen lassen, weil ihr solltet nur dritte Q benutzen, wenn ihr safe sterbt oder wenn ihr safe jemanden töten könnt. Aber sonst wartet dritte Q ab, damit ihr wieder erste Q ready bekommt, weil sonst habt ihr längeren Cooldown auf der ersten Q, wenn ihr dritte Q auslaufen lasst, habt ihr keinen Cooldown drauf, habt ihr noch eine Rotation und die Rotation tötet dann die Katze und dann kriege ich Resets und gewinne. Deswegen immer dritte Q auslaufen lassen in solchen Fights, immer. Vor allem dann, wenn ihr nicht Assassin spielt, sondern halt Bruiser Aatrox. Assassin ist der Tod öfter eigentlich. Nice, Mann. Gutes Game auch vor allem von meinen Teammates, aber ich habe auch ein tolles, toll recovered. Sondern bei den Nunu hier und erfreuen uns eines Wins. Not bad, Mann.